Die Spielervertreter der Vereinigung der Fußballer VDF plädieren für eine Einführung des Videoschiedsrichters auch in Österreichs Bundesliga. Am Videobeweis führt in Zukunft kein Weg vorbei. Die Spieler befürworten geschlossen die Einführung des Videoschiedsrichters, wird VDF-Vorsitzender Gernot Sörengast in einer Aussendung am Mittwoch zitiert. Dieses Anliegen sei Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer anlässlich der Spielervertretersitzung im Vorfeld der Bruno Gala kommuniziert worden. Spieler von 24 der 28 Clubs aus Österreichs beiden höchsten Ligen haben laut VDF daran teilgenommen. Warum sollte der Schiedsrichter weniger Augen haben? Ebenbauer hatte bereits im Juni eine mögliche Einführung vor 2020/21 für nicht machbar erklärt. Der Prozess dauert 8 bis 12 Monate, für nächstes Jahr sind wir daher schon zu spät dran. Er outete sich damals aber als Befürworter des Hilfsmittels. Über kurz oder lang werde der Videobeweis unverzichtbarer Bestandteil des Fußballs sein. Denn warum soll der Schiedsrichter weniger Augen haben als der Zuschauer? Die Anliegen der Spieler werden, wie bisher in der Bundesliga, von den Sprechern Christopher Diebon, Rapid, Jörg Siebenhandel, Sturm und Daniel Schütz, St. Pölten, vertreten. In der zweiten Liga werden Thomas Reifels, Hammer SV Ried, Alexander Joppich, FC Wacker Innsbruck, IE Runde Klammer sowie Alexander Frank, Young Violet, diese Position bekleiden. Werbung, Werbung.